So. Meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt mit der dritten Folge weiter in der fünften Aufnahmesession, was Folge, bin ich bei mir, der Part ist. Part 20. Habe ich eben gerade mein Headset auch gerade an mein Aufladekabel angehängt. Also an dem Aufladekabel, was ja mit der PS5 mitgeliefert worden ist. Ich hatte auch, glaube ich, mal eins erzählt, dass ich noch einen zweiten USB-Typ-C-Kabel habe, was ja zu meinem Monitor gehört, und den vorne an den USB-Port angeschlossen habe, damit ich, wenn ich einen Controller immer aufladen kann und ich einen Controller verwenden kann, weil eine Ladestation für 30 Euro zu kaufen, da habe ich keinen Bock drauf. Da kann man sich auch ein zweites Kabel kaufen. Oder sie verlangen ein zweites Kabel, wie ich ein USB-Typ-C-Kabel auf USB-Typ-C-Kabel, dass man immer einen Controller immer permanent laden kann. Und mit dem anderen spielt man, was dann nicht am Kabel hängt. So wie jetzt. Weil jetzt hängt da mein Headset an dem Kabel, um aufzuladen. Also ich habe mir das schon zurechtgelegt. Aber für die, die jetzt sagen, okay, ich brauche die Ladestation, können Sie natürlich die Ladestation kaufen, so ist es nicht. Aber ich bin der Fan nicht davon, bei der PS4 habe ich es auch nicht gemacht, in der Ladestation zuzukaufen. Und ja, okay, 30 Euro ist nicht viel, aber brauche ich nicht. Weil wenn die Ladestation, sage ich jetzt mal, nicht extern wäre und eine externe Stromverbindung, sondern halt, sage ich jetzt mal, mit dem USB-Typ-C-Port, der an der PS5 vorne dran ist, hätte die Aufladestation einem dieses Kabel USB-Typ-C auf Typ-C, und du kannst es an der PS5 anschließen und dann die Controller darüber sozusagen zu laden, dann wäre es was anderes, als jetzt separat jetzt nochmal die Ladestation an eine separate Stromquelle zu schließen. Da kann man es auch so machen wie ich. Man nimmt sich einfach ein zweites Kabel in dem Falle USB-Typ-C-Kabel, packt den einen Controller ran, wenn man zwei hat, den einen lädt man, mit dem anderen spielt man, und man kann man dann immer hin und her wechseln, und wenn man notgedrungen, zum Beispiel wie jetzt bei mir, das Headset geladen werden muss, kann man immer noch das mitgelieferte Aufladekabel, was ja bei der Konsole mit dabei ist, das USB-Kabel auf USB-Typ-C, so, und einfach ein Headset stecken und fertig. Und kann trotzdem dann weiter die Aufnahmen machen oder den Livestream machen, ohne dann halt dementsprechend was anderes zu machen oder sowas. Und dann halt, wenn der Controller leer gehen sollte, sage ich jetzt mal, kann ich sagen, okay, ich nehme den anderen Controller und schöpfe jetzt den Controller an mein USB-Typ-C-Kabel an und fertig. Ich denke mal, dass wir diese Folge auch wahrscheinlich wieder einmal cutten müssen. Weil bei 8 Rennen wieder. Aber obwohl wir auch hier eine Folge haben, wir fahren jetzt nicht 12 Runden, sondern jeweils nur 3 Runden. Werde ich euch vorher vorwarnen. Und sagen, dass wir eventuell cutten müssen.
Auch wenn ihr davon nachher nichts seht, außer ich sag's denn, weil die Folge wird ja eh nachher dann für euch zusammen gefügt und geschnitten werden. So wie die erste Folge dieser Aufnahmesession und einige Folgen, die wir bis dato vorher aufgezeichnet haben, wo 8 Rennen mit drin waren. Wenn das jetzt nur ein 6 Rennen wäre, dann würde man die anderen 2 Rennen noch mit reinkriegen, aber bei 8 Rennen eher kritisch. Aber da es nur 3 Runden pro Rennen sind, also es gab nur 24 Runden anstatt den 96 Runden, wo wir ja vorher 8 Rennen hatten bei 12 Runden, mit 12 Runden pro Rennen. Ich überlege auch zwischenzeitlich, bevor ich Hitman 3 mache, was ja nächste Woche Mittwoch ja erscheint, am 20. was ich ja schon nächste Woche Montag, den 19. runterladen kann, ob ich vorher nicht einfach schon dementsprechend Hitman 1 und 2 mache. Manche fragen sich jetzt, Hitman 3 aufzeichnen, Hitman 1 und 2. Also ich spreche jetzt nicht von Hitman 1 und 2, den ursprünglichen Hitman-Teilen, die rausgekommen sind, so wie Hitman Codename 47 oder Hitman Blood Money Contracts oder Absolution. Manche sagen auch schon dazu Hitman 1, 2 und 3. Ich meine, es sind Spiele, die jetzt wirklich unter dem Namen Hitman 1, Hitman 2 und Hitman 3 erschienen sind. Oder Hitman 3 erscheint ja erst nächste Woche Mittwoch, dass ich von denen aus gesehen den Hitman 1, Hitman 2 und Hitman 3 mache, aufzeichne, also dann Hitman 1 und 2 aufzeichne, weil Hitman 1 kann man auch mit einem Upgrade auf Hitman durch Hitman 2 durchspielen, und dann sehen wir, dass es bei Hitman 3 später auch sein wird, dass du über Hitman 3 mit einem Gold-Upgrade, so wie es bei Hitman 2 war, denn dementsprechend auch Hitman 1 und 2 bei Hitman 3 spielen kannst, ohne den halt dementsprechend Hitman 1 und 2 für sich runterzuladen. Dass ich dann gesagt, mal gucken, ob dass ich dann Hitman, dass ich Hitman 1 und 2 vielleicht noch mal vorher aufzeichnen werde oder sowas. Oder nebenbei dann aufzeichnen werde, muss ich mal gucken. Aber ob ich Hitman 1, 2 machen werde, vorher weiß ich nicht. Aber ich habe das geplant gehabt, wenn ich Hitman 3 aufzeichne, dass ich dann auch Hitman 1 und 2 machen wollen würde. Ob ich die anderen Hitman-Teile, so wie Absolution, Blood Money on Contracts mache, weil die habe ich auch noch, Blood Money on Contracts als HD-Version für die, ich muss überlegen, PS3 oder PS4, da gibt es auch mal eine HD-Version. Ob ich die mache, weiß ich nicht, aber geplant ist, wenn ich Hitman 3 mache, wie wir sie gemacht habe, dass ich dann auch nachträglich dann Hitman 1 und 2 machen will, dass wir dann dort die Serie komplett haben. Weil die sind eher miteinander connectbar als Hitman Teile, die davor erschienen sind, weil die haben ja miteinander keine Connection in dem Sinne. Was der Hitman 1, 2 und 3 an sich ja auch nicht haben, die haben auch im Sinne keine Connection, nur halt die Namensgebung Hitman 1, 2 und 3, und dass man zum Beispiel
Hitman 1 in Hitman 2 spielen kann, was ich vorhin sagte, denke ich mal, dass es bei Hitman 3 auch machen werden, dass es ein Upgrade gibt für 10-15 Euro, so dass man über Hitman 3 auch Hitman 2 und 1 spielen kann, wahrscheinlich. Die denken sich ja was dabei. Dass ich eher die Serie aufzeichne, als wenn ich denn noch davor Absolution, Blood Money, Contracts mit aufzeichne. Weil die habe ich, wie gesagt, auch. Nur im ersten Teil nicht. Hitman Codename 47 und Hitman 2 Silent Assistant, das habe ich, glaube ich, auch nicht. Die würde ich dann eher, die älteren Hitman-Teile würde ich dann eher in einem Livestream spielen als Let's Play. Und eher die neueren Hitman-Teile als Let's Play machen. Ja, ist der eine wieder gegen den Baum gefangen. Und bei Far Cry warte ich ja noch drauf, dass Far Cry 16 rauskommt. Und halt dort das aufzeichnen. Bei Far Cry habe ich ja Far Cry Primal aufgezeichnet. Far Cry 3. Far Cry 4. Far Cry 5 und Far Cry New Dawn, die habe ich ja alle aufgezeichnet und auch hochgeladen. Und da wäre es halt gerade sein, wenn ich mir Far Cry 6 hole, dass ich dementsprechend dort mit Far Cry 6 auch weitermachen werde. Far Cry 2 und 1 habe ich, glaube ich, auf dem PC, aber die werde ich nicht mit aufzeichnen. Ich zeichne nur Konsolenspiele auf. Wenn ich mal was auf dem PC aufzeichne, also PC-Spiele, dann ist das eher sowas, wie ihr schon häufiger gesehen habt, zum Beispiel irgendwelche Doom-Wats oder sowas. Oder so kleine Indie-Horror-Spiele. Die nehme ich dann eher auf dem PC auf, aber hauptsächlich so größere Spiele oder allgemeine Spiele nehme ich zu 90, wenn nicht sogar zu 95% eher auf der Konsole auf. 5%, was ich aufzeichne, ist halt auf dem PC beziehungsweise übers Handy, also Smartphone. Ich sehe jetzt zum Beispiel Unboxing-Sachen oder mal so einen kleinen Vlog, wenn ich einen mache. Die sind halt dann über mein Smartphone, das heißt, mein Smartphone und mein PC teilen sich praktisch sozusagen 2,5% beides, also 2,5% zeichne ich über mein Handy auf, wie gesagt, in Form von Unboxing, Vlogs in der Richtung, und 2,5% zeichne ich über mein PC auf, bezogen auf monatliche Memberships, Spiele, kleine Videos wie Doomwatch oder sowas in der Richtung. Oder sowas in der Art. Und 95% der restlichen Sachen, der Let's Plays und so weiter, kommen halt denn von der Konsole. Bezogen halt, was weiß ich, PS3, in Anführungsstrichen PS4 und halt der PS5. PS4 in Anführungsstrichen, weil es die PS4-Spiele auf der PS5 jetzt gespielt sind. Weil, wie ich sagte, die PS4 habe ich ja noch mehr. Die habe ich ja, wie gesagt, einem Kollegen gegeben. Aber ich kann trotzdem auf der PS5, wie gesagt, PS4-Spiele spielen. Deswegen war ich PS4 in Anführungsstrichen.
weil die mich jetzt zum Beispiel letzten Tage meinen Livestream zuguckt haben, wo ich im Livestream zum Beispiel jetzt vor kurzem Home Sweet Home durchgespielt habe, habe ich in der Titelbeschreibung immer drin stehen, was ich als Spielnamen, was ich Home Sweet Home und halt PS4 Version auf der PS5. Wir wissen, wie zu gucken, ey, er spielt Home Sweet Home, die PS4 Version allerdings auf der PS5. Ja, natürlich ist halt nichts in der Videobeschreibung steht, das ist die PS5 Version. Aber zu Anfang mache ich das immer noch so, dass ich hinschreibe, wenn es die PS4 Version ist, dass ich immer hinschreibe, die PS4 Version auf der PS5. Um Verwechslung auszuschließen, weil manche Leute denken dann, ey, nehmen wir mal als Beispiel Home Sweet Home, die denken dann, ah geil, Home Sweet Home für die PS5 und gucken dann im Store und suchen Home Sweet Home für die PS5 und finden die PS4 Version. Ja. Deswegen schreibe ich dann halt dann eher lieber als PS4 Version hin, wenn es mal ein Spiel ist, wo es eine PS4 und eine PS5 Version gibt, schreibe ich dann auch mal die PS5 Version hin. Normalerweise kann ich eigentlich auch sagen, dass ich nicht unbedingt PS4 oder PS5 einen Titel schreiben muss, wenn es nur eine Version gibt, sondern eigentlich nur reinschreiben muss, wenn es zwei Versionen gibt, dass man sagt, okay, er hat die PS4 Version gespielt auf der PS5 oder ich spiele die PS5 Version, weil ich kann auf der PS4 keine PS5 Titel spielen, ist klar, aber auf der PS5, wie gesagt, PS4 Spieler. Das finde ich gut, dass man die PS4-Titel wenigstens mit rübernehmen kann. Sonst hätte ich vermutlich noch meine PS4 noch gehabt und hätte die nicht einem Kollegen weiterverkauft. Oder ich hätte dann in dem Augenblick sein Angebot ausgeschlagen und nicht angenommen, was er mir gemacht hat. Und hätte die dann zu einem späteren Zeitpunkt dann die Konsole an und verkauft und hätte dann die PS4 dann praktisch, was ich ja einst mal schon mal in einem Vlog mal euch gezeigt hatte, da hatte ich ja mein erstes Modell kurzzeitig ja noch als Let's Play Konsole noch behalten, wo ich dann halt meine Aufnahmen gemacht habe. Die ist aber dann damals, wenn ich den Vlog geguckt habe, dann später an einen anderen Kollegen gegangen in den Niederlanden. Weil wenn man schon Elgato hat, braucht man nicht unbedingt zwei Konsolen. Da kann man sich ja dann halt einfach nur, so wie ich es ja habe, ein langes HDMI-Kabel holen und da, wo die PS5 jetzt besteht, mit einem langen HDMI-Kabel bis zur Elgato legen und fertig. Okay, ich habe jetzt ein 5 Meter langes HDMI High-Speed-Kabel damals gekauft. 5 Meter waren zu lang, 3 Meter hätten gereicht, ich wollte aber auf Nummer sicher gehen. Habe dann damals eher zu einem 5 Meter langen Kabel gekauft, was mich dann, glaube ich, nur einen Aufpreis von 1,50 Euro mehr gekostet hat. War aber dann halt ein Highspeed HDMI Kabel auf 5 Meter und nicht dieses 0815 Kabel. Und brauchte hinten nur das HDMI Kabel tauschen, ohne dann, was das ist, die Konsole hin und her zu stellen. Oder so. Deswegen, wenn ihr ja die günstigste Variante ist, so wie ich, ihr habt einen Stand-PC, wollt die Konsole aufzeichnen, ihr habt die Konsole aber ein Stück weg und ihr habt keinen Bock, die Konsole umzustellen, kauft euch sich ein High-Speed-Kabel
Wenn ihr jetzt natürlich eine PS5 habt, dann kauft euch ein Highspeed-Kabel, was HDMI 2.1 unterstützt. Wenn ihr den natürlich einen 4K-Capture-Card habt, wegen HDR und 4K. Also immer das aktuellste Highspeed-Kabel kaufen, was auch den aktuellsten Standard unterstützt. Auch wenn das Kabel denn, was ich 15 Euro kostet. Und guckt ihr 3 bis 5 Meter. Ich habe jetzt ein 5 Meter Kabel, auch bei mir jetzt auch ein 3 Meter Kabel gemacht. Und dann müsst ihr halt nur gucken, je nachdem, ob ihr da zusätzlich noch einen Switch dazu kauft oder einen Splitter oder nicht. Weil wenn ihr euch keinen HDMI-Switch oder Splitter kauft, müsst ihr halt dann dran denken, dass ihr manuell bei der PS4 oder bei der PS5 in Einstellung vorher den HDCP-Modus deaktiviert, weil sonst kriegt ihr kein Signal. Das müsst euch klar sein. Wenn ihr euch natürlich noch zusätzlich noch einen HDMI-Switch oder Splitter kauft, müsst ihr gucken, ob ihr ein Signal kriegt, auch wenn ihr den HDCP-Modus anhabt, müsst ihr gucken. Weil ich habe neben meinem meiner Elgato habe ich nämlich noch einen HDMI Switch, einen der 4K 30 FPS unterstützt mit Auflösung, der keine Steckdose braucht, sondern seine eigene Stromzufuhr selber mitnimmt. Das heißt, sofern das HDMI-Kabel ein Signal mitbringt, ist der auch unter Strom. Also bekommt dann auch dementsprechend Strom. Es gibt da HDMI-Switches und Splitters, die ja noch mit an die Steckdose geklemmt werden müssen, muss das Kabel, was ich habe, nicht. Wie gesagt, das ist ein 3 auf 1, also 3 in, 1 out, 4K 30. Ja, da kann ich Teilgeräte anschließen und das habe ich dann halt in meiner Elgato drin stecken. Das 4K 30 Ding. Und da habe ich jetzt momentan meine PS3 und meine PS5 drin angeschlossen. Meine PS3, da kriege ich nur ein schwarzes Bild. Und bei der PS5 muss ich bei dem Kabel leider auch vorher den HDCP Modus deaktivieren, weil sonst kriege ich da auch kein Signal durch. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil ich habe hier noch einen anderen HDMI Splitter, was Switch, der hat nur bis 1.4 und den neuen, den ich habe, der unterstützt 1.4b. Und bei dem, der nur 1.4 kann, wo ich eine separate Stromquelle brauche, wenn ich da den HDCP-Modus anlasse, erkennt es meine Elgato-Software. Den neuen, der 1.4b unterstützt, erkennt das Signal der PS5 nicht, wenn ich den HDCP-Modus anhabe. Dann muss ich ihn manuell vorher deaktivieren. Also praktisch so, als wenn ich das Kabel direkt in die Elgato stecke. Also wenn ihr eine PS4 habt und eine PS5 in Kombination mit Elgato, wie gesagt, braucht ihr nicht auf euch noch zusätzlich einen HDMI-Switch oder Splitter kaufen. Da müsst ihr halt nur dran denken, dass ihr in den Einstellungen vorher den HDCP-Modus deaktiviert. Na klar, muss euch noch bewusst sein, ihr könnt keine Filme und keine Musik abhören. Ihr könnt nur die Spiele benutzen. Sonst nichts. Ich muss euch ja nicht sagen, wieso, warum, weshalb. Ne? Könnt ihr euch selber rausdenken. Für die, die das natürlich jetzt andersweitig nutzen wollen, die müssen sich dann notgedrungen auch halt dementsprechend ein HDMI-Switch und oder Splitter auf die aktuellste Version am besten kaufen. Oder kann man halt dementsprechend auch, na, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will, Filme, na, als Eigenkopie zum Beispiel erstellen, um es so mal förmlich zu umgehen. Wenn manche sagen, ey, ist das nicht illegal? Ja und nein.
Illegal ist es in Form der Weiterverbreitung. Ja, das ist illegal, da gebe ich euch recht. Es ist aber nicht illegal, aber auch nicht legal. Es wird eher toleriert, auch wenn es im Gesetz drin steht, dass es legal ist, dass man sich einen Film und Musik sich eine Privat- oder eine Sicherheits-, es wird als Sicherheitskopie genannt. Ich nenne es jetzt mal halt Privat- und Sicherheitskopie, darf man sich einmal für sich selber anlegen. Musik und Filme. Wenn man jetzt natürlich jetzt Downloads Musik sich kauft, die wird ja dann halt an seinem Konto gebunden. Ich glaube, die kann man sich aber dann auch runterladen und auf die Festplatte spielen. Also es ist ja praktisch das Gleiche. Bei Filmen glaube ich nicht, weil ich kaufe mir die Filme immer auf Scheibe. Musik kaufe ich mir auch immer auf Scheibe und mache mir von der Musik selbst in meiner meine Sicherheitskopie. Manchmal so war, ja, die Musik, die ich mir kaufe, konnt ihr auch im Zweitkanal ja sehen. Die ganze Hammerschein-Musik habe ich als CD legal gekauft. Die habe ich auch im PC noch als Sicherheitskopie. Auch umgewandelt als MP3. Das heißt, ich habe, ihr wisst ja, das, was auf einer CD ist. Und wir sind bei 27 Minuten, passt das? Ihr wisst ja, die Lieder, die auf der CD gepresst sind, ist ja kein MP3-Format, das spielt aber keine Rolle. Je nach PC, Walkman kann das abspielen oder DVD-Player etc. Aber auf PC habe ich mir das nochmal als Sicherheitskopie gemacht, umgewandelt in Form als MP3. So dass ich dann die Musik auf meinem PC hören kann, ohne jedes Mal zu sagen, ah, ich muss die CD reinlegen, die CD reinlegen, die CD reinlegen, um nur den oder den Track zu holen oder zu hören. Deswegen ist es erlaubt, von jeder Musik und von jedem Film eine Eigenkopie der Gegners zerstören und 1500 Schaden, sich selbstständig eine Eigenkopie anlegen zu dürfen. Man darf sie aber nicht weiterverbreiten. Wenn man jetzt zu Hause ist und man guckt sich einen Film an mit Freunden und so weiter, das ist auch legal. Man darf sie halt nur nicht weitergeben. Das ist der Unterschied. Weil wenn man sie weitergibt, macht man sich strafbar. Manche fragen sich jetzt, ey, warum ist eine Privat- oder eine Sicherheitskopie legal? Aus dem Grund, überlegt euch mal, ihr kauft euch einen Film und der Film zerkratzt nach einer Weile euer Blu-ray-Player oder was auch immer, kann irgendwann die CD nicht mehr lesen, ihr könnt es auch nicht mehr mit einem Putzzug hinten reinigen etc. und die ist nachher unbrauchbar. Deswegen ist es erlaubt, sich halt eine Sicherheitskopie und sich eine eigene Kopie anlegen zu dürfen, um das zu umgehen. Na klar kann man auch sagen, okay, ich gehe zum Laden und kaufe mir den Film oder die Musik gefühlt 30.000 Mal. Aber das wollen die natürlich die Leute eher haben, dass man sich das mehrmals kauft. Weil sie natürlich dementsprechend mehr Geld machen können. Als wenn man sich eine Sicherheitskopie macht oder sowas. Ich kann die Filmemacher
verstehen. Ich kann auch die Musikproduzenten verstehen, dass man sagt, dass die auf einmal sagen, ey, Sicherheitskopie schön und gut, aber wollen wir nicht. Und so weiter. Aber im Umkehrschluss muss man sich auch bedenken, dass wir in einer anderen Zeit leben. Früher war das vielleicht doch vielleicht gang und gäbe, dass man sich das früher öfters gekauft hat, weil, sag ich mal, in den 90ern und so weiter, dass da vielleicht eine andere Zeit war als in der heutigen Zeit. Auch wenn damals die Gesetze auch schon gegolten haben, dass man sich eine Sicherheitskopie anlegen darf. Ich mache das bei Filmen, mache ich das gar nicht. Mir eine Sicherheitskopie anzulegen, ich mache das nur bei der Musik, die ich mir kaufe. Da lege ich mir, wie gesagt, eine Sicherheitskopie an auf dem PC, so dass ich nicht immer die CD immer rausholen muss, reinlegen muss und so weiter und so fort. Deswegen mache ich das bei mir bei der Musik eher, die ich mir kaufe, dass ich mir davon eher eine Sicherheitskopie mache als von Filmen, weil Filme, wenn ich mir einen Film kaufe, ob Blu-ray oder nicht, den kaufe ich mir und CD rein. Da muss ich mir nicht eine Sicherheitskopie von machen. Auch wenn ich in meinem PC auch ein Blu-ray Laufwerk drin habe und halt dementsprechend auch ein Blu-ray Brenner, der natürlich nicht wie die PS5 kein UHD unterstützt, also kein 4K, sondern nur die normalen Blu-ray-Formate, bis zu den normalen Blu-ray-Format und drunter HDVD, DVD, CDs, bis hoch Blu-ray, nur 4K Blu-rays nicht. Auch wenn der mein Laufwerk nicht angestöpselt ist, weil ich auf meinem Mainboard 6 SATA-Ports habe und ich ihn auf einen SATA-Port gelegt habe, der nur für Zusammenlegung ist. Das heißt, ich habe 4 SATA-Porte, die getrennt laufen und 2 SATA-Ports, die im RAID, so ist das, im RAID-Verbund laufen. Und der ist halt auf dem RAID-Port drauf. Deswegen werde ich ja mir ein Gehäuse holen. Und ihr wisst ja, ich habe eine NVMe, die erkennt er nicht, weil es halt die ist mit 2 Kernen, da will ich mir dann auch noch zusätzlich ein SSD-Gehäuse kaufen, die dann halt diese SATA NVMe unterstützt, so dass ich dann halt 2 Platten im RAID-Verbund auf mein Mainboard anschließen werde, so dass ich dann später auch dann jedenfalls wieder mein Laufwerk wieder nutzen kann. Wenn ich dann sage, ich gucke jetzt mal einen Film über meinen PC mit 5.1 Anlage als zum Beispiel über die Konsole oder sowas. Aber es wird ja auch dem passieren, irgendwann jetzt zwischen Januar und März werde ich mir das Gehäuse und das SSD Laufwerksgehäuse holen, um dann halt die NVMe drauf zu knallen. Und dann werde ich nämlich meine 2 Terabyte Platten, die jetzt momentan ja einzeln voneinander laufen, dann im RAID-Verbund laufen, weil ich dann praktisch 2 Terabyte habe, auch wenn es, wie gesagt, 2 1 Terabyte Platten sind. Und dann die NVMe im SATA-Gehäuse, dann eine private Platte wird. Ich habe jetzt praktisch die 1 Terabyte, habe ich jetzt auch für YouTube, wo ich mal Videos drauf packe oder drauf gespeichert werden, wenn ich bei der Daten aufnehme und auch kommentiert werden und dann drauf sind und dann von der Person hochgeladen wird.
und meine Privatplatte, die andere mit dem Terabyte, da habe ich halt wirklich nur meine Dokumente drauf, darüber hatte Bilder oder halt meine Musik als Sicherungsdatei. Und die NVMe, die ich habe, hat ja 256 GB, denn die ich dann als SATA umfunktioniere und die werde ich dann als Privatplatte nehmen, die 256 GB Platte und die 2 Terabyte, wie gesagt, Platten füge ich dann als eine 2 Terabyte Platte in RAID-Modus über meinen Mainboard zusammen und die benutze ich dann als YouTube-Platte und die andere 2 Terabyte Platte, die ich habe, bleibt dann einfach meine Spieleplatte für den PC, also Steam, Uplay etc. Und die andere SSD, die ich drin habe mit 256 GB, die von Samsung, das ist halt einfach meine Betriebsplatte, wo ich halt mein Betriebssystem drauf habe und meine Standardprogramme, so wie mein Musikprogramm, mein Umwandlungsprogramm, mein Aufnahmeprogramm, wenn ich mal vom PC was aufnehme, das ist halt auch meine Windows-Platte drauf. Also mein PC ist schon strukturiert in dem Sinne, dass ich weiß, ich muss nur auf die Platte gehen und dann habe ich das und das zur Verfügung. Und das, was man natürlich dann dementsprechend häufiger nimmt, packt man natürlich dann auf die Windows-Platte. Und das, was man weniger braucht, packt man dann auf die anderen Platten. Und da ich ja öfters auf meine Musik und Dokumente und Bilder zugreife, ist es ja gut, dass ich dann die NVMe habe und die da drüber läuft, weil das ist die gleiche Geschwindigkeit, als wenn ich eine Laptop, meine SSD habe und da Windows drauf habe, weil es ja beides SATA 3 ist. Und nicht NVMe SATA 4 PC Gedöns ist. Ihr wisst, was ich meine. Dann hätte ich natürlich Windows getauscht auf die NVMe Platte, aber da die NVMe nur SATA Anbindung hat und nicht PC Bindung, ist es halt egal, ob ich jetzt, worauf ich meine Platte mache, mein Betriebssystem mache, das sind beides 256 GB, oh mein Gott. Dann passt das auch. Und das wäre dann so mein Ding, was ich mache, weil das Gehäuse, was ich verkaufe, wo ich dementsprechend auch die Platten alle reinkriege, das wären halt dann Terabyte, Terabyte, 2 Terabyte, 256er und dann die Umwandlung 256er, das wären ja 5 Festplatten und halt das Laufwerk. Na klar, in mein Gehäuse passt das rein, in mein Gehäuse habe ich eSATA-Kabel, was oben, was ich noch eine externe Platte machen kann. Und da mein Gehäuse aber vorne ein Problem hat mit meiner USB-Front, dass er einfach meinen USB disconnected, den wir connected, disconnected, also von sich selber aus, das ist der Grund, warum ich mein Gehäuse eigentlich wechseln will, wegen dem USB-Disconnect und Disconnecten, was Windows alleine komischerweise macht, weil er da irgendwie ein Problem hat oder sowas. Deswegen wechsle ich das Gehäuse und dann halt mit dem SSD-Gedöns bin ich zusammen dabei, was war das, 145, 146 Euro mit Versand und da kann ich halt nicht meckern. Dann bezahlt man einmal die 150 Euro, hat ein größeres Gehäuse, dann könnte ich rein rechtlich auch bis zu 8 Festplatten später reinsetzen, auch wenn mein Mainboard nur 6 Platten unterstützt und ein Laufwerk, habe dann anstatt nur eine USB 2.0 Front, den halt eine USB 3.0 und eine USB 2.0 Front, das heißt, ich kann dann immer wechseln und muss dann mein USB-Stick nicht nach hinten an meinem Mainboard klatschen, sodass ich ihn einfach nur vorne einstecken muss, ohne dass er dann sagt, disconnected, disconnect, connected, also der nicht sagt disconnected oder connected sagt und ich einfach bin des Übertragens, also ich einfach abmelde, ist praktisch der USB-Stick. Und deswegen will ich das Gehäuse wechseln und halt, wenn ich mir irgendwann mal ein neues Mainboard hole, wo ich wirklich sage, okay, ich hau jetzt mal 8 Platten rauf, beispielsweise, kann ich dann immer noch sagen, da ich ja dann von Farbe und mir dann 3 noch zukaufen kann, kann ich dann immer noch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt noch mal 3 zu. Und für was ich die denn benutze oder so, muss man halt gucken. Aber das ist mein Ding, dass ich den erstmal ein neues Gehäuse hole. Dann halt ein SSD-Gehäusecover für die NVMe.
Und mal gucken, wollte ich mir auch dann nochmal vielleicht ein kabelloses Headset kaufen für den PC. Aber das steht noch in Frage, ob ich das mache. Und dann halt hauptsächlich, dass denn, wenn ich mir aus dem PC anschaffe, dann halt eine Grafikkarte, dass ich dann auch das Spiel am PC spielen kann. Aber das steht denn. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir werden uns denn wiedersehen in der 4. Aufnahme, der 5. Aufnahmesession in Folge Nummer 21.